Hallo, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal seid. Ich habe mir hier was mitgebracht. Das will ich heute mal testen, ob wir daraus eine Struktur machen können. Schauen wir mal, was wir daraus machen werden. Also, gucken wir einfach mal und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Wie das hier heute funktioniert, ich bin echt gespannt. Das ist eine Leinwand, die habe ich schon mal übergemalt, also eine alte Leinwand. Und gebe jetzt hier einfach mal, ja, ich habe mir eine weiße Farbe angemischt, die lasse ich hier einfach mal auf die Fläche tropfen. Ich nehme eine Rolle zum Verteilen der Farbe und lasse die hier auch liegen. Also ich mache die noch nicht sauber. Es ist endlich soweit. Ich bin voll gespannt, was für ein Spaß das wird. Es ist witzig. Erstmal platzieren. Ja. Okay. Ja. Mal gucken, wie ich das festkriege, weil die ja noch gebogen sind. Muss ich wahrscheinlich noch kleiner machen. Muss ich wahrscheinlich noch mal hier kaputt drücken, damit die kleiner werden. Sonst sind die alle so gebogen. Dann kleben die auch nicht so gut. Die hier alle so ein bisschen ran mit dem Spachtel. Es ist mühsam. Also ich glaube, ich nehme einfach die Rolle jetzt und roll das über. Ja, das geht besser. Damit verteile ich das jetzt zwar weiter, aber damit klebt es, glaube ich, besser und es ist einfacher. Ich glaube, es ist besser, man zerdrückt die vorher und kann die auch direkt wahrscheinlich in die Farbe reingeben und einfach rüberrollen. Ich glaube, das ist am einfachsten. Das ist beeindruckend. Also, anders als ich es mir vorgestellt habe, aber ganz schön. Also es erinnert mich jetzt so an so Muscheln, wie Muscheln am Strand und dann rieseln die da so runter. Also hat einen schönen Effekt. Also wenn man, ja weiß nicht, ist anders. Also eigentlich wollte ich hier so mittig rüber. Ja, da hatte ich was vor mit Türkis. Muschel erinnert und deswegen habe ich jetzt hier so ein Perlmutt Farbe genommen. Die changiert auch so schön, also es ist eine tolle Farbe und die will ich jetzt ausprobieren. Also egal, ob mich das jetzt weiterbringt, ich das nachher übermale, weiß ich nicht, aber ich will jetzt wissen, wie es aussieht. Hat so einen schönen metallischen Effekt jetzt, also es schillert so ein bisschen in anderen Farben. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst durch die Kamera. Das sieht ja dann meistens immer doch noch ein bisschen anders aus. Es ist noch ein bisschen klamm, aber es hält alles. Es ist alles fest. Jetzt muss ich mir einen Handschuh überziehen. Also ein bisschen ungewohnt wahrscheinlich. Aber muss ich machen, ist lustig. Lenkt mich voll ab. Ist ungewohnt. Aber gut. Ja, ich mache jetzt einfach mal. Ja, den Farbton mag ich ganz gerne und ja, warum nicht? Also ich meine, einfach mal mit der Hand die Farbe verteilen, fühlt sich gut an und der Effekt ist natürlich auch toll, weil ich damit ja jetzt nur auch so die Höhen einfärben kann, wie du das jetzt hier so schön sehen kannst. Das auch noch ein bisschen mit einem Pinsel wieder verstreichen. Ja, dann wird der Farbton auch heller. Gefällt mir ganz gut. Jetzt gebe ich aber noch mal ein Blau dazu. Tolle Farbkombi, oder? Sieht doch toll aus. Als ich an Muscheln gedacht habe, musste ich natürlich auch an ein Meer denken. Und ja. Kann ich doch noch mein Türkis dazu geben. Ich
Jemand hatte letztens geschrieben, oder in dem Chat war das, dass es bei ihr immer schlammfarbig wird. Ich finde den Farbton toll, ich liebe den. Jetzt mache ich einfach mal die andere Seite und in der Zwischenzeit kann das ein bisschen trocknen. Schön, gefällt mir. Macht auf jeden Fall Spaß hier, die tollen Strukturen. Ist noch nicht ganz trocken, glaube ich. Also ist noch ein bisschen klamm. Also da werde ich jetzt auch nicht weiter dran arbeiten. Zugucken und genießen. Ich gucke mir das hier gerne an, wie das hier die Farbe so reinläuft in die Strukturen. Das ist schön, das sind tolle Effekte. Wow, ab auf die Insel, hallo. Lass uns einmal am Strand spazieren gehen. Es knirscht und zwickt schon unter den Füßen, wenn ich hier so am Strand lang gehe. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen Gischt. Ja, ich glaube, so lasse ich das jetzt. Das gefällt mir richtig gut. Zu ihr scheint so ein bisschen die Sonne rein. Und dann ist das Bild auch noch mal viel, viel heller und leuchtet total schön. Also ich bin sehr zufrieden. Ja, ich lasse es so. Also ist leider jetzt gerade wieder dunkel, aber wenn die Sonne so reinscheint, dann ist das so schön hell. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass du heute mich hier wieder begleitet hast. Vielleicht warst du sogar im Chat und wir haben zusammen gechattet. Also vielen, vielen Dank auch für deinen Kommentar. Ich freue mich immer so. Hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss! Es war eine wunderschöne Malreise. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war natürlich auch wieder aufregend, was Neues auszuprobieren. Und so ist es sicherlich auch für dich, wenn du neu bist oder wenn du auch schon fortgeschritten bist, dann einfach auch mal über deine Grenzen zu gehen. Probier was Neues. Also
lass dir nichts vorgeben, sondern experimentiere einfach und finde darüber deinen Weg. Und darum geht es in der Malerei. Also nicht immer nur um das Schöne am Ende, um das tolle dekorative Bild, sondern eben auch um den Weg dahin. Und das finde ich immer am schönsten. Das vermittle ich auch in meinem Buch. Da findest du natürlich auch alles über die Werkzeuge oder auch Tipps, was auch immer über Farben und all sowas. Denk dir deine Geschichte und hab einen ganz schönen Sonntag. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du mich auf dieser Reise begleitest oder dass ich dich auch auf dieser Reise begleiten darf. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Danke. Tschüss.